Ja, mein Name ist Franz Josef Karl-Heinz und schwul. Ich hab mich hier drauf. Ja, also wir begrüßen heute einen schwulen Mann, der ganz eindeutig schwul ist, namens David Odds. Hi. Ja, ich bin nicht schwul. Hey. Ja, das glaube ich dir. Ja. Ja, also setz dich mal hin. Ist übrigens auch ein Klo. Also kannst auch scheißen, wenn du willst. Also kann ich da jetzt hinkacken? Ja. Okay. Oh ja, das war gut. Ja, guck mal, ich habe hier Blätter in der Hand. Oh, shit. Die verraten mir alles über dich. Die habe ich von der NSA. Oho. Ja, die sind ziemlich detailliert. Ja, ich weiß. Die NSA weiß alles. Merkt ihr das? Genau wie Peter. Okay. Nein, der ist Klaus. Hallo, mein Name ist Klaus. Oh Gott, ich komm mal hin, ne? Ja. Und hi. Doch, ich durfte gar kein Lied für dich spielen. Du bist trotzdem gut. Ja. Was für ein Zwerg, ey. Seid leise. Ja, ich schlafe hier einfach mal weiter. Gut, ich hab mich hin. Ja, ich bin der Klaus. Ja, also das war Klaus. Du hast ihn ja schon mal kennengelernt und so. Dieser kleine Pfurz, der jedem auf die Eier geht. Mhm, ja, gut. Also wir sprechen heute über ihr Leben, das richtig scheiße war, ne? Und du, ja. Das wissen sie ja, ne? Ja, ich bin ja Baseballspieler, ne? Voll guter. Ich hab voll oft gewonnen. Ja, stell dir mal was an. Also ja, kommen wir zur ersten Frage. Also, erzählen Sie doch mal ganz lange über irgendeine Scheiße. Irgendwas. Ja, sagen Sie uns einfach mal irgendwas. Komm, erzählen Sie uns mal irgendeine Scheiße. Ich bin gespannt. Also, Sie können jetzt einfach mal quatschen. Mhm. 3 Stunden lang, meinetwegen. Und ja, ich halte meine Hände auseinander. Das ist normal. Das macht jeder Mensch. Und ja, Sie können jetzt mal anfangen. Und ich gehe jetzt kacken auf meinem Stuhl. Fangen Sie an. Komm. Ah, trauen okay. Sie sich. Ja. Wäre schön. Nom. Ja, wäre so. Ja, jetzt machen Sie mal. Jetzt kommt schon. Jetzt. Ja gut, kommen wir zur zweiten Frage. Also, erzählen Sie uns doch mal Ihr Leben, als Sie im Irak waren. Da war doch. War da irgendein Meckles oder sowas? Ja, das war eine schöne Zeit. Aber es war irgendwie auch grauenvoll. Überall die Toten. Und diese ganzen Freunde, die neben mir gestorben sind. Ich habe immer noch Narben hier. Sogar durch mein Jackett leuchten sie durch. Es war wirklich schlimm. Ich meine, mir wurden meine Eier geschossen. Deshalb kann ich nicht mehr richtig reden. Wir mussten zum Teil mit 50 anderen Männern in einem Zimmer wohnen. Da gab es keine Frauen. Und kein Klo. Das war echt abartig. Das war aber wenigstens immer schön warm. Aber trotzdem, das war abartig. Aber stell dir mal vor, du hast eine Pistole hier, siehst du? Dann schießt du irgendeinen Gegner ab und dein Kumpel schießt dann deinen Kumpel ab. So als Rache, weißt du? Das ist voll grauenvoll. Ich habe gesehen, wie mein Vater gestorben ist, als er versucht hat, Vitamin C-Flasche aufzumachen, als er auf einer Leiter stand. Dann ist er runtergefallen und hat sich seinen Schädel zermatscht. Das war echt grauenvoll. Aber im Irakkrieg war es noch schlimmer. Da wurden die Schädel meiner Freunde einfach zerschossen. Das war abartig. Aber reden wir lieber von was Schönem. Wie steht's denn bei Ihnen so mit Mangos? Mögen Sie Mangos? Ich liebe Mangos. Mangos sind geil. Vor allem, wenn sie dick sind. Kann man sich so reinschieben in den Mund. Das ist so toll. Ich liebe Mangos. Am liebsten würde ich den ganzen Tag nur Mangos in mich reinschieben. In alle meine Löcher. Ja. Lustig, ne? Ja, ich weiß, es ist voll spul, aber es ist einfach geil. Ah, ja. Na, kommen wir zur dritten Frage. Also, ich habe gehört, Sie sind Baseballer. Habe ich da recht? Also so mit Bällen und Schlangen. Ja, ich bin Baseballer. Ist eine tolle Sache. Mit dicken Prügeln und immer Bälle. Das ist echt schön, ich meine. Das klingt vielleicht ein bisschen schwul, aber ich meine, nur weil ich schwarz bin, oder was? Ich meine, ich stehe auf dicke Schläger und Bälle. Wenn du sie in der Hand hast und damit rumschwingst, das ist einfach so ein tolles Gefühl. Ein Gefühl von Freiheit. Ich wünschte, ich könnte das den ganzen Tag machen. Aber irgendwann kann man halt einfach nicht mehr. Das ist echt schlimm.
Irgendwann tropft dann die Soße runter. Ja, die haben wohl noch nie masturbiert, oder? Also, kommen wir zur fünften Frage. Kommen wir zur sechsten Frage. Okay. Oder doch, lieber zur siebten. Ja, die siebte ist gut. Gut, Kaffeetassen haben ja ein Loch, ne? Ja, mehrere sogar. Mehrere Löcher, genau wie ich. Ja, genau. Nee, also Kaffeetassen haben ja ein Loch und... Ja. Ja, ich finde das voll geil. Ich ja, jetzt halten Sie mal Ihre Fresse und lassen Sie mich aussprechen. Mhm. Fixer. Also, Kaffeetassen, ja. Kaffeetassen haben Löcher und die kannst du doch so in den Händen halten wie zwei Bälle, oder? Also ich meine jetzt Titten, ne? Also Titten. Titten sind geil, oder? Oder finden Sie das auch? Ja, ja. Mhm. Also ich mag ja Titten gerne. Das ist meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Ja, klar, ich liebe Titten. Über alles. Ich meine... Sind es schon rund. Dagegen sind Tassen ja viereckige Holzklötze. Ich meine, Brüste, die sind weich. Ja, kommen wir zur siebten Frage. Da waren wir doch gerade. Sie. Ja, du bist so dumm, ey. Wir waren doch gerade bei der siebten. Also, masturbiert man eher so? Oder masturbierst du eher so? Ja, ja. Oh. Ja, ich brauche also, dazu noch einen Dritten. Wie masturbierst du jetzt genau? Ich will es jetzt von dir wissen, das ist die siebte Frage. Beantworte sie mir, oder ich werde dich ficken. Ja, ich glaube, zwei Hände reichen da nicht bei meinem Prügel. Aber ich glaube, man macht das eher so, dass man an der Backe streichelt, oder? Ich meine, ich habe ja sonst nur mit Schlägern und Bällen zu tun, die ich immer rumschwinge. Ich meine, da komme ich nicht so zum Masturbieren. Ich glaube, das macht man mit der Backe. Ich habe in Bio damals nicht so aufgepasst. Aber... Naja, ich meine, meistens tue ich auch gar nicht masturbieren. Hey, du spielst doch Klavier, oder? Ja, klar. Also, was ist jetzt der erste Buchstabe, der vom Alphabet, meine ich jetzt? Was ist der erste Buchstabe vom Alphabet? Das ist meine neunte Frage, ja? Ich glaube Phi, oder? Nein, Pi, Pi, genau, Pi war's. Oder? In Deutsch habe ich auch nicht so aufgepasst. Ja, merkt man. War ich sehr schlecht, oder? Oder war das? Ja, das war sehr schlecht. Der erste Buchstabe ist doch seit langem bekannt. Er ist Ernie und Bert. Oh nein! Ich dachte, es wäre ein Pinky und Brain. Ja, genau. Es ist so... Seit wann? Ja, ich habe deine Welt jetzt zerstört. Ich dachte, Pinky und Brain wären der erste Buchstabe. Oder Phineas und Ferb. Aber nein. Wieso? Cosmo und Wanda vielleicht? Oder vielleicht auch SpongeBob und Patrick? Wieso ausgerechnet Ernie und Bert? Ich verstehe das nicht. Weil Ernie und Bert cool sind. Nein! Und Pi ist viel cooler! Ja, genau! Hast du die letzte Folge gesehen? Da wo Ruffy... Ja, deine Fresse. Ja, so jetzt mal ganz im Ernst. Ja, die Folge war so geil. Da hat Ruffy einfach so mit seiner Faust den fetten Typen in den Bauch geschlagen. Da ist er umgefallen. Fast genauso wie bei mir. Ich meine, ich schlag mit Prügeln um mich. Da kann schon mal ein Typ getroffen werden, keine Ahnung. Aber ich fand es einfach so geil, weil er dann so von der Faust ausgeholt. Hast du schon mal ein Video gesehen von Quacksalber und Waititi? Oder wie die heißen, diese Schwuchteln? Schwuchteln? Ja, ich geh mal hier rüber. Willst du mal meinen Mülleimer sehen? Guck mal, wie der aussieht. Oh, geil! Ja, so einen hast du nicht, ne? Ja. Ne? Ganz schön löchriges Kondom, du. Und da unten steht Champions drauf. Oh, es glitzert ja voll. Ja, das ist der Blink-Effekt. Ja, geil. Das ist der Blink-Effekt meines Mülleimers. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Ja, das war's jetzt, ne? Ich streiche dir nochmal auf den Rücken. Ciao, Leute. Ja, gut. Bis bald. Hier. Dom, dom, dom.